Hallo, hallo, hallo. Irgendwie ist alles zugeschneit. Und ja. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. ich glaube, ich platziere mal ein paar Torches. Oh, das ist voll. Interessant. Oh, fast voll. Dann wird's interessant, ob der noch weiterfährt. So, gehen wir einmal eine Runde pennen. So. Oh. Obwohl, wir könnten einfach jetzt mal... Ich glaube, eigentlich wollte ich eine Farm bauen. Aber ich glaube, ich mache Enchantment. Nee, ich mache erst eine Nahrungsfabrik. Und es schneit. Obwohl es Herbst ist. Krass. Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh. Cauldron. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Trap. So. Hauen wir das da mal oben rein, bevor da Wasser reinläuft.
eben Stoff nachfüllen. Seit. Iron. Oh. Okay, das jagt rein.
Trapdoors. Den noch setzen und dann können wir hier alles dicht machen. Gucken wir mal unten, ob wir da noch Backe, Lava finden. So, und heute wollte ich die Farm bauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie. Weil alles zugeschneit ist, ey.
Oh. Oh, das geht nicht. Oh. Hoppala. So, die Frage ist, fange ich von hier an? Oder hier? Ha. So, hier machen wir den Eingang. So.
So. Mauer. Mauer, Mauer. Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Übergang. Hier könnte man noch mal eine Mauer bauen, damit es nach oben geht. 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und hier mittig will ich einen Plau setzen, damit ich sehe, wie ich bauen kann. Und anhand dessen will ich den Turm nach oben bauen. Drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf.
So. So, wie lang ist denn das? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Thank you.
So, wie viele brauche ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Bearing. Mechanical. Wie wollte ich weiter vorgehen? Und habe ich noch ein Water Wheel? Okay, und Bucket. Ich brauche Wasser. Thank you.
Oh. Sollte ich vielleicht doch erstmal das Kleine nehmen? Mit dem Bohrer machen wir eine schöne Rundung, die wir cool benutzen können. Oh. Ich bin gespannt, ob irgendwas kaputt geht. Das geht ja ganz entspannt hier voran. Ich muss noch einen runter, damit er auch der Boden ausfräst. Okay. Und noch ein Bucket.
So. Langsam geht's voran und wir kriegen hier unsere schöne unseren schönen gleichmäßigen Kreis. Oh. Okay, dann muss ich das eben zumachen. So. Hello. I'm doing fine, but if you want to sell me some graphic arts, I'm not interested, sorry. There were a lot of folks that want to sell something, and I'm not interested. But thanks for the follow. So. Müssen wir die dann hier noch ziehen? Fans.
So, Schafe. Kuh und jetzt noch das Goat. Restlichen kann ich töten. Nice. Alles geupdatet. Verdammt. Great. Was wollte ich denn hier nehmen? Okay, große Fläche ausheben.
Aber das funktioniert echt gut. Ist nur die Frage, auf was für eine Höhe setzen wir das? Aber wir können das hier in einer Fünfer Höhe anbauen. Das finde ich gut. So, ab zurück, mal eben eine Runde pennen. 12 Buckets schon, sauber.
1, 2, 3. Oh. So, und dann
Der muss weg. Abend. Ich vereinfache meine Bauplanung. Also das hier wird jetzt in der Mitte unsere wie heißt das gleich noch? Mir fällt es gerade nicht ein. Unsere Farm. Genau. Wir nehmen Dirt Gravel. So, ich versuche jetzt hier eine Farm zu bauen. Und
Was ist deine Planung für heute? Hast du schon angefangen, was umzubauen oder erstmal nach und nach ankommen? Okay. Ah, okay. Oh. Das ist nice. Also. Oh. Da hast du wenigstens keine Verschwendung und musst diese Gummibäume weghauen. Oh. Fünf.
gerade, wie viel ist denn das dann? Ja, glaube ich auch. Oder du musst ordentlich in die Höhe bauen. Vertikal oder horizontal? Wie planst du das? Dann droppst du einfach Sand von oder Stone von oben rein und lässt das zweimal durcharbeiten. Ja, und dann machst du irgendwie 6 Stück nebeneinander und machst einen Tunnel oben rauf. Das sollte bedeuten, schneller laufen.
Oh Gott. So. Oh ja, ich habe hier auch einiges zu tun. Ich sollte mir kleinere Aufgaben geben. Zwei, drei, vier, fünf.
Nice. Weil du von unten dann die Sachen anfordern kannst und dann nur noch... Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Finde ich cool. Ach, das kommt mir alles so vor, als ob wir uns gerade nicht über Minecraft unterhalten, sondern du eigentlich die ganze Zeit Stardust Factory spielst und im Hintergrund einfach nur immer die Namen austauscht. Das finde ich mega. Ich glaube, ich habe bei Update 3 oder 4 aufgehört. Ich bin mir da nicht sicher. Einfach weil ich dann entschieden habe, ey, da kommt noch so viel dazu. Und ich habe mir da so einen Haufen Pause jetzt reingehauen. Warte mal. September 22, also 1,5 Jahre. Oh, und ich hatte einen lustigen Bug. Oh, und der Bug hing auch noch fest. Geil. So, wieso habe ich eigentlich nicht das Normale? Ah, ich glaube, das konntest du hier Eigenschaften und dann die Beta auswählen. Ja. Und wann soll 1.0 eigentlich kommen?
Ups. So. Harvester. Moment. 1, 2, 3, 4. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen würde. Also da finde ich das bei Satisfactory bedeutend geiler. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn das 1-0 rauskommt, dann werde ich das wieder ordentlich daddeln. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Also sehen wir uns beide gleich wieder.
Bis gleich.
Hi. Die Eisenlage läuft schon so hart, dass es aus. Nice. Da kommst du echt gut voran. Ja, wenn sowas dann erstmal läuft und du dann an anderen Projekten dran bist, dann ist natürlich klar. Oh Gott.
So sieht das besser aus. Oh, so, sondern so. Thank you.
Das heißt, du produzierst viel zu viel oder da kann auch ordentlich was? Da kannst du nicht meckern. Und was ist das Ziel? Wie viel willst du am Ende rumbekommen? Okay. Also wirklich eine vollständige Überschussproduktion.
Willst du eigentlich am Ende die Creator-Rüstung bauen? Jetzt hat er das erstmal abgegeben, Stacks rüber. Nicht, dass dein Kram da komplett überläuft.
Shit. Hast du dir mal angeguckt, das mit dem, hier, wie heißt das? Threshold Switch? Oh. Okay, das ist vielleicht ein wenig problematisch. Oh, krass. So krass läuft der. Das ist ja schon fast nicht mehr feierlich. Oh.
Thank you.
mal.
So, dann packen wir da oben drauf nochmal Harvester für die Dingenskirchen. Ach, wie heißen sie gleich noch?
Das zum Kristallisieren. Oh, krass. Okay, und eine Frage, wie entkristallisierst du das Ganze?
Ist nicht mal sowas wie nee, gibt's nicht. Okay. Dass das hier oben ist. Oh.
Verdammt. Wir gucken. Thank you.
So, ich denke mal, ich werde für heute Feierabend machen. Ich bin irgendwie durch. Keine Ahnung. Ja. Aber wir sind einigermaßen gut vorangekommen. Und haben hier einen ansatzweise bald verfügbaren Nahrungsturm gebaut. Tja. Der kann jetzt so gut durchlaufen und dann nutzen wir den irgendwann für Bone Meal und Entity Crimming. Genau. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und eine gute Nacht nachher und dann sehen wir uns morgen wieder. Also schönen Abend dir noch und dann bis morgen. Ciao.